Mit der Kernfusion könnte der weltweit steigende Energiebedarf gedeckt werden. Als nahezu unerschöpfliche Energiequelle könnte sie theoretisch 4 Millionen Mal mehr Strom erzeugen als Kohle, Öl oder Erdgas. Derzeit wird mit der Spaltung großer Atomkerne Energie erzeugt. Allerdings entsteht dabei gefährlicher radioaktiver Abfall. Nach dem umgekehrten Prinzip werden bei der Kernfusion kleine Kerne miteinander verbunden. Diese Reaktion kommt in der Natur in Sternen vor. Bei der Kernfusion auf der Erde muss normalerweise eine Kollision zwischen den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium erzwungen werden. Diese Reaktion findet in einem ringförmigen Reaktor statt. Darin wird ein starkes Magnetfeld erzeugt, in dem ein Wasserstoffplasma von 150 Millionen Grad Celsius Hitze kontrolliert werden kann, das Zehnfache der Kerntemperatur der Sonne. Die Elektronen werden von den Kernen getrennt und die Fusion wird möglich. Die freigesetzte Energie kann schließlich zur Stromerzeugung genutzt werden.